Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Transible 2 Video. Freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir befinden uns hier auf dem Southeastern High Speed und ja, da ich mich wieder mit dem Farbnamen-Modus beschäftige, nehme ich mir wieder den Random Number Generator zur Hand und lass entscheiden, wie das Wetter werden wird. Wir werden einen Schneesturm haben, einen Winterschneesturm, und wir haben einige Züge zur Auswahl. Um genau zu sein, 9 Stück an der Zahl. Es wird Nummer 4, sprich die Class 66, die hat ganze 8 Zugdienste. Und es wird Nummer 2, sprich die 6G05 Lieferung Richtung Westen. Nummer 2, 1, 2, 3 gibt es, fahren Sie diesen nach Westen fahrenden Zug von Strut bis Ho Junction und stellen Sie Ihre Wagen auf verschiedenen Gleisen ab. Okay, Rangierfahrt, auch nicht schlecht. Dann würde ich sagen, mache ich den Bums hier erstmal weg und dann sehen wir uns in Game. Genau, wir haben 1632 Tonnen hinten dran, 16 Waggons insgesamt und eine Länge von 225 Meter. Gut, ich habe noch vergessen, das auf Miles per Hour umzustellen. Das heißt, wir haben eine Länge von 264,3 Yards. Ich weiß jetzt auch warum, weil ich vergessen habe, die anderen Sachen zu aktivieren. Aber dann geht es teleportig voran, wunderbar. Dann geht es jetzt ab zum Ort, wo wir halten sollen. Das sind so die Kleinigkeiten, die ich mir nicht gedacht habe, ne? Ich dachte, ja gut, dass wir alles eingeschaltet sein, ich kann einfach losfahren, dass wir irgendwas an den Bremsen liegen, aber nein. Konnte ja keine Ahnung, dass, an der Elektronik, aber scheinbar lag es einfach daran, weil die anderen Sachen nicht aktiviert waren. Dann rollen wir mal jetzt zum Haltepunkt. Wo wir dann unsere Wagen abkoppeln werden. Erst die ersten 10 Wagen, dann weitere 10 Wagen. Eieieiei, das ist ja richtiges Hin und Her, Mensch. Das wird ja noch, ein langes Ding hier. Längeres Video als gedacht. Ich dachte, ja gut, einfach mal hin und her rangieren und so weiter und so fort, aber scheinbar wäre es dann auch einfach ein längeres Video. Aber auch mal wieder zur Abwechslung rangieren im Fahrplan-Stil. Im Winter dann noch dazu. In 3,2 Meilen sind wir zumindest nochmal am Haltepunkt. Bin schon lange nicht mehr mit der Class 66 gefahren. Schon wieder Ewigkeiten her. Ich glaube, das ist beim Tutorial da, ne? Wo es Tutorial gewesen ist zu. Wobei, nee, gar nicht war. War das irgendwo auf einer Strecke? Ich weiß gar nicht mehr. Auf alle Fälle, das letzte Mal wäre das dann gewesen, wenn überhaupt, dann irgendwann im Sonntagsfahrerformat. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mit der Class 66 im Fahrplanmodus fahre, allgemein. Auch nicht auf der Great Western Express, bin ich bis dato im Fahrplanmodus damit gefahren. Etwas längerer Tunneldurchfahrt hier. Das Sound ist mittlerweile auch gar nicht mehr da, das ist auch sehr schön. Sehr angenehm. Ja, gut, dass man keine. Gut, dass es keine zeitliche Relevanz hat hier. Dass man jetzt zu spät kommen kann und so weiter, weil wir halt im Güterzug sind. Ansonsten würde ich nur noch die Minimalpunktzahl bekommen fürs zeitliche.
Ich weiß nicht, was ich vergessen habe. Ich wollte ja eigentlich, bevor ich hier anfange weiter aufzunehmen, wollte ich ja eigentlich mir nochmal was Neues zu trinken holen. Aber ja, vergessen. Passiert. Sogar noch direkt daneben an eine Lichtquelle, bevor es wieder in den nächsten Tunnel reingeht. Ja, 1,9 Meilen geht es runter auf 15 Miles per Hour. Die Class 66 bremste, soweit ich mich erinnere, relativ gut. Ich weiß zwar nicht mehr wie gut, aber ich meine, es war relativ gut. Genauso wie die Class 166. War das die Class 166? Ich weiß es nicht mehr. Ne, es wäre doch die Class 377 allgemein, glaube ich, oder? Was? Genau, die Class 166 war dann, glaube ich, die der Highspeed Schwein, glaube ich, ne? Gott, oh Gott, oh Gott. Komme ich gar nicht mit her. Ja, das war, glaube ich, 377. Class 377. Eigentlich nicht die Class 377 4, sondern die Class 377 5? Ich meine, auf der Great Western Express gab es eine andere Class 377 als jetzt auf dem East Coast Way. Als Beispiel. Soweit ich mich zumindest erinnere. So, ich roll nochmal ein bisschen weiter. So, jetzt mal ein bisschen mehr reinbremsen. Das gelbe Signal ist zumindest jetzt weg, aber ich muss immer noch 20 Meilen runterbremsen. Aber es dürfte eigentlich so mit diesem Bremsvorgang passen. Ich bin ja manchmal froh, dass bei der Auswertung nicht irgendwie eine zeitliche Komponente mit eingebaut ist. Ansonsten würde der Zug bei mir manchmal des Öfteren oder ab und zu mal etwas länger rumstehen, ohne sich zu bewegen. Glaube ich, Kohle, kann das sein? Muss ich jetzt gleich halten. Ich darf jetzt nicht allzu viele Vorbeifahrten machen, aber könnte vielleicht Kohle oder ein Erz sein, was wir fahren. So, wenn jetzt wieder hier alles raus, dann sind wir schon auf dem Abstellgleis. Das wird hier eigentlich nur noch rangiert. Ja, dafür gab es keine Punkte, weil ich zu schnell gefahren bin, aber passiert. Und ja, wenn ich nicht direkt das Maximum rausfahre, gibt es halt immer noch Möglichkeiten, das Ganze wieder zu verbessern. Nein, ich... Halten wir mal dort. Weiß nicht, 100 Yards konnte ich wieder anfangen, die Bremse anzulegen. Kann man noch mehr reinbremsen. Fürs Halten 500 Punkte, wunderbar. Dann wollen wir mal den 10 Wagen abkoppeln. Die ersten von ein paar Wagen. Wie viele Wagen haben wir nochmal?
16. Dann wird es ja ein richtiges Hin- und Her-Koppel. Also, so im. Für einen Multiplayer war es auch schon so nice, ne? Wenn da einer fährt, der andere guckt hier und sagt dann, hey, okay, du bist jetzt gerade über die Gleise, über die Weiche rüber, kannst bremsen, so nach dem Motto, hätte schon was. Ey, das hat gedauert. Ja. Hier war das Hochsteigen ja nicht animiert, da war ja was. Dann setzen wir es mal wieder hin. Lösen die Bremse. Und halten dann an dem nächsten Punkt. Ich verstehe zwar jetzt nicht, wie ich weiterhin noch 10 Wagen ankuppeln. Ah. 10 Wagen ankuppeln, dann wieder 15 abkoppeln, dann wieder 10 ankuppeln, dann wieder 10 abkuppeln und dann, ja. Es wird eine richtige Kuppelception hier. So, dann ein paar Stops weiter wird er wieder gehalten. Dann muss ich dann wahrscheinlich hier zurückfahren, oder? Ist hier hinten was? Oder auf der anderen Seite vielleicht? Irgendwo muss ich wieder Wagen herholen. Schauen wir mal gleich, wo ich den herholen soll. Oh, er muss es gut halten. Nehmen wir mal gerade so auf. Ich werde nicht ins... irgendwie noch entgleisen. Wunderbar. Jetzt soll ich an 10 Wagen ankuppeln. Die da wären. Diese Weiche muss umgestellt werden. Die passt. Passen beide. Ja, dann, wie lang sind wir? Wir sind 56,5 Yards lang, das heißt, so bei 200 Yards soll ich auf alle Fälle schon mal langsamer werden. Beziehungsweise bei 300 Yards. Schauen wir mal. Bremse lösen. Stecken wir unseren Kopf wieder aus dem Fenster raus. Ach ja, schön. Nebenbei noch fett noch ein. Oh, welcher war denn das jetzt noch? Ein Jefflin, war das so, oder? Jefflin-Lackierung. Ich hab keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade bis irgendwie 3-Sack-2 vom Kopf, aber. War das denn 166? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Highspeed-Schwein. Es gibt einfach viel zu viele Strecken, viel zu viele Züge. Ich
So ganz allgemein gesehen. Irgendwo da hinten sind Waggons. Ich sehe sie nicht, aber da sollen sie irgendwo sein. Ah, da hinten sind sie, okay. Ich sehe sie. Das einzige Ding ist, ich kann natürlich jetzt nicht erkennen, wie nah ich jetzt an den schon dran bin oder nicht. Wir haben jetzt keinen Schatten. Es ist dunkel. Wir haben es 6.39 Uhr. Und jetzt wäre jemand, der hinten dran sitzt und sagt, okay. Du warst nicht mal allzu weit, bis du dran bist. Schon ganz hilfreich. Wir hatten eine Länge von 96 Yards. Das heißt, ein Stückchen können wir noch. Aber das Licht angemacht. Die Sonne ist nämlich jetzt verschwunden in der dichten Wolken. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder noch näher ranfahren. Na, wir schauen mal, ob das gereicht hat. Hat sogar gereicht. Ich würde gerne die Leiter weiter hochklettern, um reinzugucken, ob da auch was drin ist, aber geht leider nicht. So, jetzt soll ich das ganze Gespann abkuppeln. Und dann geht er zum nächsten Ort, wo ich wieder halten soll. Genau da, wo ich gerade eben auch gewesen bin. Ich kann sie lösen. Und dann geht es jetzt wieder zum... Punkt, wo wir gerade eben standen. Von dort geht es dann wieder zurück zum nächsten eigentlich kann ich ja das wieder deaktivieren. Hoppala, ich bin zu schnell. Dann geht es wieder zu den nächsten Waggons. Meine ich zumindest. Einmal haben wir noch. Genau, ich kuppel nochmal an und dann kuppel ich die ganzen nochmal ab. Dann bin ich durch. Heißt, da sollen sie. Soll wohl ein Abstellgleis nochmal freigemacht werden. Schön. Dann schauen wir mal. Diese Weiche muss umgestellt werden. T
Die Weiche ist umgestellt. Wunderbar. Rückwärtsgang rein. Bremse lösen. Wieder Leistung geben. Und wieder den Kopf aus dem Fenster schrecken. Koppeln wir an die letzten zehn Wagen an. Geht wahrscheinlich wieder dorthin, wo wir gerade hergekommen sind, und dann, also noch, wo die Wagen hin sollen, werden wir dann gleich erfahren. Alles schon, ist schon schön, so zu sehen. Arbeiten. Oh. Okay. War doch nicht so nah, wie ich dachte. Jahre bin ich lang. Vielleicht reicht das ja schon. Und jetzt soll ich, wie bereits vermutet, wieder da hinten parken. Richtung ist, wenn er vorwärts, Bremsen lösen, Leistung geben. Auch wieder voll beladen. Merkt man gar nicht. 1113 Tonnen. Schön, dass man halt auch das Ganze hier, das ganze Rangieren auch macht an einer befahrenen Strecke. Gibt es dann beim Rangieren halt auch immer wieder was zum Gucken. Das ist ja auch ganz angenehm. Jetzt bin ich wieder etwas mehr beladen als zuvor. Klar, gerade eben hatte ich ja gar nichts mehr. Heißt, ich muss wieder ein bisschen mehr darauf achten, wann ich den Bremspunkt erwische. Das war, dass ich ihn genau richtig erwische. Ganz solide, würde ich sagen. Perfekt. Wo ist denn jetzt hin? Dorthin. Und dann nochmal dorthin. Dann halte ich genau neben den anderen gespannt, neben dem ich gerade war.
Sehr schön. Ich habe eine Länge von 171 Yards. Das heißt, ich sollte auch bei 171 Yards dann ungefähr zum Stehen kommen. Wir müssen es also wieder lösen. Und im Rückwärtsgang mit Kopf aus dem Fenster geht's dann. Zum vorübergehenden Rastplatz für die Waggons, bevor sie ihre Reise weiter fortsetzen. Muss natürlich auch wieder mit Beinen berechnen, dass ich etwas schwerer bin. Also noch ein bisschen mehr zu ziehen habe, beziehungsweise gerade zu drücken. Ja, 171 Yards waren das, ne? Ja. Das heißt, vielleicht bei 250 fange ich jetzt, wenn ich mit 8 Miles Power weiter zurückfahre, an zu bremsen. Dürfte ausreichend sein, denke ich mal. Ich glaube, es ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, beim Rangieren zu gucken, oder eher danach zu bremsen, wie lang der Zug ist, als dann irgendwie hinten, in der Außenperspektive hinten, dann mit der Kamera zu hocken und dann zu bremsen. Das geht ja das ein oder andere Mal dann doch wieder in die Hose. Ich wollte gerade sagen, bitte sag mal, ich bin auf dem falschen Gleis. Nee. Zum Glück nicht. So, ich habe gesagt 250 Yards, ne? 50 Yards am Bremsen? Boah. Ich bremse jetzt schon. Zumindest bremse ich schon mal rein. Wir können jetzt vielleicht sogar bei 230 Yards reinbremsen. Fürs Restliche. Ah, okay. Die 30 Yards. Zählt zwar nicht mal. Gut, ich bin ja noch ein bisschen weg, ne? Ein bisschen Platz habe ich ja sogar noch. Dann schiebe ich hier nochmal ungefähr 30 Yards nach hinten. Das Gespann. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe aber noch prinzipiell noch ein bisschen mehr Platz, um ihn nach hinten zu schieben. Soll doch ausreichend sein, oder? Ja, sehr schön. Zählt wieder. Perfekt, dann steigen wir aus. Koppeln die Wagen ab.
dann steige ich wieder ein. Und mache mich auf den Weg um die Lok zu ihrem vorzeitigen Feierabendplatz. So, das bisschen wieder gebraucht wird, die Classic Six. Bringen es immer wieder dorthin. Ach ja. Ist doch auch mal wieder schön gewesen, mit der Classic Six zu fahren. Ich fahre zwar immer noch mit der aktuell, aber auch mal wieder mit ihr zu rangieren. Das letzte Mal war es ja, glaube ich, auf dem Great Western Express auf jeden Fall, dass es einmal von A nach Bubala nach B ging im Sonntagsfahrerformat. Und da kann man damit, glaube ich, auch mit einer Classic Six entgegen, damals noch in Schwein zum World 2020. Im Vorgänger von Trains and World 2. Krass, so lange ist das schon her. Mensch, die Zeit, die vergeht aber auch echt wie im Flug. Es sei denn, man wartet irgendwie auf neue Games, ne? Die ein ungefähres Release-Datum haben. Dann vergeht die Zeit so gut wie gar nicht. Sehr schön, jetzt soll ich in 300 Yards, da kommt noch mal eine Schnellzug vorbei. Hier muss ich hin. Das passt nicht. Das passt nicht. Das passt. Wunderbar. Muss ich jetzt auch gar nicht wirklich darauf achten, wo ich jetzt hinfahre. Einfach einen Rückwärtsgang, Bremse lösen. Bei der Bremse holt sich wieder auf, die Dings, ne, damit da, ne, Bremse lösen. Und dann geht's jetzt wieder zurück zum letzten Haltepunkt. Für jetzt. Für diese Fahrt. Dann bin ich mal auf die Auswertung gespannt. 4820 Punkte, wird wahrscheinlich nochmal ein oder andere Punkte noch mehr geben. Also wahrscheinlich 5000 Punkte. Schauen, ob es eine Goldmedaille wird oder nicht. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Natürlich über das Ziel hinausgeschossen. Und außer um 19 Yards. Unangenehm. Und dann doch wieder vorrollen muss. Sehr schön, Ziel erfüllt, nochmal 500 Punkte kommt drauf. Chief unlocked, Southeastern High Speed, London is calling. Das gab nochmal ein paar Pünktchen oben drauf. 205.000 Stück an einer Zahl, Zeit benötigt. Für die Lieferung Richtung Westen 2. 38 Minuten, 5,9 Meilen zurückgelegt. Ich bin knapp eine halbe Meile gelaufen. Und es gab 5.335 Punkte und eine Goldmedaille. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Trains in World 2 Video wieder.